Da bin ich wieder mit einem neuen Video und zwar mache ich heute wieder einen Haul. Der letzte Haul war, glaube ich, im Sommer und ich glaube, ich habe den auch Sommerhaul genannt. Deswegen ist das jetzt so der Herbsthaul, würde ich sagen. Ich zeige euch ein paar der Einkäufe der letzten Monate und ja, fangen wir mal, wo fange ich an? Mal kurz ein Overview, also es wird Sachen von COS dabei sein, von Arcade and Other Stories, also so ein paar typische Highstreet-Marken. Aber auch Totem und ein paar Sachen von Celine sind dabei. So, dann fange ich mal mit COS an. Da habe ich eine Sache. Und zwar ist das hier dieser Jogger oder Leggings. Na, so eine Mischung aus Leggings und Jogger, weil es nicht ganz so weit geschnitten ist wie eine Leggings, wie eine Jogger, aber auch nicht ganz so eng wie eine Leggings. Ja, und das ist aus Kaschmir, also super schön weich und kuschelig und wärmend. Und das habe ich mir so hauptsächlich im Hinblick auf Flüge gekauft, weil ich dachte so, okay, ich möchte irgendwie wirklich bequem auf Flügen sein, ich möchte aber nicht unbedingt gammelig auf Flügen aussehen. Und da dachte ich, dass Kaschmir-Jogger oder Leggings, die man zurzeit irgendwie immer häufiger sieht, eine gute Lösung wäre dafür, weil ich finde, das sieht irgendwie von der Qualität her sehr schön aus. Man kann es auch ganz cool stylen, finde ich, aber es ist trotzdem ultra bequem und kuschelig. Und ich hatte das zum Beispiel auf meiner letzten Reise dann an mit Ballerinas, dann ein so T-Shirt und Pulli drüber und dann einen Trenchcoat. Und das sah voll okay aus, finde ich. Also ich fand den Look irgendwie ganz cool. Und gleich beim Ankommen, also es war in Paris, habe ich dann einfach die Ballerinas mit Pumps ausgetauscht und bin dann trotzdem mit dem Outfit, was ich dann so im Flieger anhatte, auch rumgelaufen und wir sind bummeln gegangen, Kaffee trinken und so. Und es war trotzdem voll okay, war jetzt nicht so offensichtlich, oh mein Gott, sie läuft in Jogger rum. Ja, finde ich sehr cool. Das nächste Teil ist von Other Stories und zwar ist es dieser Rollkragenpullover in dieser schönen braunen Farbe. Und wenn ihr mein letztes Haul-Video gesehen habt, dann wisst ihr, dass braun bei mir dieses Jahr wirklich die Farbe ist. Und also ich habe so einige braune Sachen gekauft, unter anderem dann halt eben dieser Rollkragenpullover. Den habe ich übrigens auch in schwarz, den hatte ich vom letzten Jahr noch und das ist genau der gleiche Schnitt. Ich habe ihn in XS, also XS fällt auch schon relativ groß aus und ich finde, das ist ein cooler Pullover, den kann man so richtig gut layern, weil der eben zu weit geschnitten ist. Da kann man da drunter ganz gut viele Schichten anziehen und den kann man schön irgendwie reinstecken, damit er nicht ganz so sackig aussieht. Aber ja, es hat einfach eine interessante Form, finde ich. Also finde ich sehr, sehr schön, diesen Pullover. Und den gibt es, ja, wie gesagt, in diesem Braun. Und ich meine, dass es den dieses Jahr auch wieder in Schwarz gibt. Muss ich mal nachschauen. Kommen wir zu einer etwas höheren Preisklasse. Und zwar sind die nächsten Sachen von der Marke Totem. Totem hat dieses super coole Logo, was dann auf diesen Tüten kommt, die man auch bei der Online-Bestellung dazu bekommt. Das wollte ich unbedingt gerne zeigen, weil ich das irgendwie ganz schön finde. Ich liebe es ja, wenn Marken irgendwie schönes Branding und schönes Packaging haben. Und ja, Totem ist eine super coole Marke. Wer Blogs seit Urzeiten liest, dem wird Ellen Kling auf jeden Fall ein Begriff sein und das ist eben die Marke von ihr. Die hat super, super coole Sachen. Unter anderem diese Jeans und die finde ich sehr cool. Die wirkt auf den ersten Blick wie so eine ganz einfache, normale, ja, dunkelgraue Jeans. Ist sie eigentlich auch, aber die hat so einen leichten Twist und Twist ist hier das richtige Wort. Und zwar ist diese Naht hier von dem Hosenbein so verdreht, getwistet und geht dann hier nach vorne irgendwie über. Und ich finde, das gibt den Ganzen nochmal so was leicht, so was Interessantes einfach. Das Bein ist relativ straight, also nicht zu Mom-Jeans-mäßig, auch nicht zu skinny, also so die Mitte, würde ich sagen. Und von der Länge her ist sie bei mir gerade so, dass ich sie nicht abschneiden muss. Meine anderen Jeans sind so ein bisschen kürzer, aber ich finde, das ist dann nochmal eine coole Variante, wenn ich dann einen Jeans habe, der so ein bisschen länger ist, aber noch nicht zu lang, wenn ihr wisst, was ich meine. Und auch hier wieder ist dieses Logo drauf, was ich sehr cool finde. So das Braun mit dem anderen zieht, finde ich, sieht sehr schön aus. Und ja, eine coole Jeans auf jeden Fall. So, das zweite Teil von Totem ist diese Leggings. Und die hat das schöne Totem-Muster als Muster. Jedenfalls hat es das Muster in so Navy und ich finde, das ist eine coole Leggings, die von den Farben her relativ gedeckt ist, also ein bisschen schlicht, aber dann doch irgendwie ein bisschen funky mit dem Muster. Fand ich irgendwie ganz cool. Und das habe ich mir gekauft im Hinblick auf so schöne Yoga-Outfits, weil ich irgendwie momentan so ein bisschen motiviert bin, wieder mehr into Yoga zu gehen und mehr Kurse zu besuchen, also gerade Kurse, weil Kurse habe ich
eigentlich sehr, sehr, sehr sporadisch besucht und ich habe eigentlich die Möglichkeit, durch meine Fitnessclub-Mitgliedschaft Kurse zu besuchen und muss das dann eigentlich mal ein bisschen mehr ausnutzen und bin momentan deswegen, um die Motivation noch ein bisschen zu steigern, habe ich da einfach noch ein paar Yoga-Outfits gekauft. Das ist so die typische Ausrede irgendwie. Ja, unter anderem eben diese Leggings. Ich habe da aber noch zwei andere Teile, die zu diesem Thema gehören quasi. So wie schon erwähnt, habe ich noch ein zweites Yoga-Outfit gekauft und diesmal ist es ein Zweiteiler und zwar von Philippa K. aus dieser Soft-Sport-Serie. Einmal hier die Leggings, also ganz einfach, ohne Muster, aber in diesen schönen, schönen, auf der Seite nennt sich das Maron, also so ein Maronton. Und dazu einen passenden Sportbra. Hier, das sieht irgendwie so total winzig aus, wenn ich das hier so halte. Es ist auf jeden Fall sehr, ja, so relativ stretchy, aber es sitzt auf jeden Fall sehr, sehr fest. Die hat nämlich nur zwei Größen, XS/S und M/L. Und ich dachte, das kleinere würde mir schon ein bisschen passen. Im Nachhinein wäre so die Mitte bei mir perfekt. Aber ich denke, dass ein bisschen enger besser ist als irgendwie am Ende doch zu schlabberlich. Ja, deswegen bin ich jetzt bei XSS geblieben. Aber ja, ich finde, das ist ein super cooler Zweiteiler. Es sieht zusammen super schön aus und ich glaube, dass ich das Oberteil auch ganz gut zu der Totem-Leggings anziehen kann. Ich finde, die Farben passen ganz gut zusammen. Ja, und dazu wurde ich irgendwie total geinfluenced, weil auf Instagram so ein paar Schwedinnen, glaube ich, was dazu zu dieser Soft-Sports-Serie gepostet haben und mich hat dieser Rotton irgendwie total gecatcht und ich finde, das ist, ja, da war ich total beeinflusst gleich und wollte das unbedingt nachkaufen. Bevor ich euch die Sachen von Acke zeige und da habe ich echt so einige Sachen gekauft, zeige ich euch zwei Sachen, die ich bei Celine gekauft habe. Ich habe eigentlich so ein paar Sachen mehr gekauft, aber unter anderem sind die Sachen noch nicht angekommen, weil ich die so über 1 Million Ecken irgendwie bestellen musste. Aber ja, das Thema Celine, da könnte man eigentlich ein komplett eigenes Video drüber drehen. Ich bin auch, glaube ich, deswegen so ein bisschen mehr ausgerastet bei Celine, weil es, glaube ich, das letzte Mal sein wird, dass ich jemals bei Celine einkaufen werde. Und ja, da werde ich die nächsten 10, 20 Jahre Geld sparen, weil ich nie wieder bei Celine kaufen werde. Außer halt eben das, was ich zurzeit gekauft habe. Aber ja, das ganze Thema ist einfach zu viel, um das jetzt hier in den Haul noch weiter zu vertiefen. Ich dachte, ich pick mir zwei Sachen raus, die ich euch dann in dem Haul zeige. So, und das erste sind ein paar Ohrringe. Und das sind die Ohrringe, die ich eigentlich jetzt auch schon die ganze Zeit trage. Es sind hier so goldene Plättchen, würde ich sagen. Also sie sind so ganz dünn, ganz flach und sind so leicht gehämmert irgendwie. Also haben so eine leichte Struktur. Und die sind super cool, weil die so, also die sind ohne Verschluss, die hängen einfach so dran. Und die sind sehr schlicht. Aber haben doch dieses gewisse etwas, irgendwie doch so was leicht Abstraktes, irgendwie Cooles. Ja, die gibt es eigentlich auch noch in einer silbernen Variante, in größer. Habe ich aber auch nicht nirgendwo mehr gesehen. Aber ja, die sind super cool und auch sehr alltagsfreundlich, finde ich. Und das wollte ich euch auch noch zeigen. Das ist die Verpackung, in der der Schmuck daherkommt. Bislang zumindest, die ich sehr schön finde. Moment, das Licht spiegelt irgendwie so komisch. Reflektiert, meine ich. Ja, ich mache euch lieber ein Close-up davon. Aber es kommt immer in so einer Box daher. Und dann ist da noch ein kleines Beutelchen dabei. Und dann ist es hier in der Box so fluffig haarig, was ich sehr cool finde. Und wenn die Box geschlossen ist, dann gucken die Härchen auch so raus. Finde ich sehr, sehr witzig. Bekommt man dann außerdem noch so eine Netztragetasche dazu. Auch sehr cool. Also so hier. So, und das nächste Teil ist in diesem Säckchen und zwar ist es eine kleine Tasche. Ich packe sie mal aus. Die ist auf jeden Fall, wie man schon sehen kann, nicht sehr groß. So sieht sie aus. Das ist die Mini Symmetrical und die gibt es eigentlich in insgesamt drei Farben, unter anderem eben in diesem Schwarz mit diesen schönen weißen Nähten. Ich liebe das, wenn die Nähte irgendwie so abgesetzt sind. Aber neben Schwarz gibt es dann noch gibt's die Tasche in Weiß oder in so einem, ja, so Grau-Weiß eher und in so Braun mit Krokolederoptik. Sehr, sehr cool. Und eigentlich ist die braune Tasche mein Favorit gewesen, aber es war einfach unmöglich zu bekommen. Aber diese hier habe ich noch finden können und habe direkt zugeschlagen und bin auch sehr happy drüber, weil es ist eine super süße Tasche. Sie ist nicht sehr groß, nicht sehr geräumig, aber
Es passt das Nötigste rein. Und man kann sie auch auf zwei unterschiedlichen Weisen tragen, was ich sehr cool finde. Also einmal hier, wie sie jetzt gerade ist, ganz normal als Crossbody-Tasche. Und ich finde, die hängt von der Höhe sehr cool. Also man kann sie auch so ein bisschen kürzer noch einstellen, was ich auch sehr cool finde. Ja, sitzt auf jeden Fall schön, finde ich, weil ich bin auch eine kleine Person und manchmal ist es blöd, wenn Taschen keinen verstellbaren Gurt hat und sie dann so super lang hängt, dann sieht es einfach so super doof aus. Aber bei der ist es genau richtig. Man kann aber den Gurt auch anders machen. Und zwar hier hinten hat das hier noch so Schlaufen. Das heißt, man macht den Gurt hier durch und dann trägt man die Tasche quasi als Bauchtasche oder hier so schräg über den Körper, finde ich auch sehr, sehr cool. Wie gesagt, sie ist nicht sehr geräumig, aber es passt gerade so ein iPhone 7 Plus rein, so quer. Also ich mache das dann meistens so, dass ich dann mein Handy rein habe, dann irgendwie meinen Schlüssel und hier in dieser Seitentasche dann so Karten und ein bisschen Geldschein oder so. Ich finde, das ist eine super süße Tasche. Ich liebe die jetzt schon. Ich liebe einfach diese abgesetzten Nähte. Das sieht man aber momentan auch bei anderen Taschen. Also ich werde euch da mal so ein paar Alternativen verlinken, die noch leichter verfügbar sind. Und ja, bin aber froh, dass ich noch diese ergattern konnte. So, dann mache ich weiter mit den Sachen von Arket. Und ich überlege gerade, ob ich schon mal was von Arket gezeigt habe hier auf YouTube. Ich bin mir nicht so 100% sicher. Wie dem auch sei, das erste Teil von Arket ist das Teil, was ich auch anhabe. Das ist diese graue Bluse. Also sie ist, ja, ist eine relativ einfache graue Bluse eigentlich. Hat hier so diese zwei großen Taschen. Und dann aber diese relativ auffällige Knopfreihe, weil eben die Knöpfe so weiß sind und dadurch sehr hervorstechen. Jedenfalls mochte ich den Stoff und deswegen habe ich die auch gekauft. Und ein zweiter Faktor ist das zweite Teil, was ich euch hier mit zeige von Arket. Und zwar diese Hose. Es ist nämlich die passende Hose zu dem Hemd. Und ich finde das aktuell super cool, wenn man Sachen so als Zweiteiler trägt, also so passend. Und ja, das ist eben die Hose, die dazu kommt. Die hat so eingenähte Bundfalten. Nee, Bügelfalten. Das heißt, man kann die Hose auch super lange anhaben und die Falten gehen nicht weg. Ich finde das immer so ein bisschen nervig, weil man so Bügelfalten hat, was ja cool aussehen kann. Aber irgendwann ist dann oben am Oberschenkel, wo es dann beim Sitzen irgendwie stramm zieht, irgendwann sind die weg und dann sieht das irgendwie blöd aus. Das ist hier eben nicht der Fall. Die Falten sind einfach immer da, weil sie eingenäht sind. Und ja, das ist, wie gesagt, aus dem gleichen Material, was ich cool finde. Aber auch so allein getragen ist die Hose auch cool. Einfach so zum Beispiel mit einem, ja, weißen T-Shirt und dann einfach so Mules fände ich cool. Oder Sandalen, so ein bisschen lässiger. Hier unten sind die Hosenbeine noch mit so einem Zipper versehen. Das kann man auch nochmal, also auf und zu machen. Ich finde auf ist nochmal ein bisschen lässiger. Ja, finde ich cool. Also so zusammengetragen auf jeden Fall ist ein cooler Look, finde ich. Und ja, also so graue Hemden gibt es momentan eigentlich super häufig, aber jetzt in dem Hinblick, dass ich so einen Zweiteiler haben wollte, habe ich dann eben zu diesem hier gegriffen, weil es die perfekt passende Hose dazu gibt. Aber ich werde euch so Alternativen zu so einem grauen Hemd noch verlinken, weil es gibt momentan echt coole Alternativen. So, als nächstes hätten wir diese Hose hier. Ja, eine farbige Hose. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es vorkommt, aber irgendwas hat mich an dieser Hose total angezogen und ich glaube, dass es hauptsächlich die Farbe war. Ich finde, das ist mal eine super coole Alternative zu den schlichten Hosen, die ich sonst so trage. Also meistens ja Blue Jeans, dunkle schwarze Jeans oder graue, Navy oder schwarze Hosen. Und dann habe ich jetzt hier mal so eine weinrote. Sehr cool auf jeden Fall und die ist super cool geschnitten. Also, wie kann man das beschreiben? So relativ straight vom Bein her, aber nicht zu eng, also nicht ganz so karottenmäßig, aber auch nicht so weit, dass es eine Culotte ist. Irgendwie was dazwischen. Bisschen Crop. Der Knaller einfach bei dieser Hose ist das hier. Und dann kann man hier dieses hier ein Stück nach vorne knöpfen. Und auf der anderen Seite dann auch nochmal. Und dann ist das hier quasi hinten so ein bisschen gerafft. Also insgesamt ist es einfach ein bisschen enger an der Taille. Ich wollte gerade überlegen, Hüfte, Taille. Also es ist aber sitzt mehr so auf der Taille. Und das ist ja immer sehr, sehr oft das Problem. Und ich weiß, dass einige von euch auch immer dieses Problem haben, dass Hosen, wenn sie dann untenrum passen, sind sie dann aber an der Taille viel zu weit. Und das wäre dann geklärt mit diesem
mit diesem Prinzip hier, dann muss man die Hose auch nicht anfassen lassen oder so, sondern knüpft das einfach um und es sieht trotzdem cool und passend aus. Also das hat mich so richtig geflasht, weil ich das auch erst gesehen habe, nachdem die Hose angekommen ist. Ja, sehr, sehr cool. Und ich würde zu dieser Hose auch einfach ein weißes T-Shirt kombinieren oder einen braunen Pullover oder so. Also eigentlich passt so gut wie alles dazu. Ich finde auch, wenn man vielleicht was aus der roten Farbfamilie trägt, finde ich, kann es auch ein super cooler Look sein. Und ja, kann einfach nicht schaden, da nochmal ein bisschen Abwechslung zu haben, ohne dass es jetzt gleich eine super knallige Farbe ist. Es gibt aber momentan auch eine ähnliche Hose bei Edited. Sie hat nämlich diese Hose und die sieht auch sehr cool aus. Sie hat nochmal so einen anderen Gürtel. Werde ich euch auch verlinken und wenn ich Fotos habe, auch gleich einblenden. Ja, also weinrote Hosen sind cool. Wer hätte das gedacht? So, weiter geht's mit einer Hose. Und zwar ist es diese schwarze Hose von Arkit. Auch hier wieder die eingenähten Bügelfalten. Sehr cool. Und die ist aber sehr lang geschnitten, relativ locker, aber auch nicht zu ausgeschnitten, sondern eigentlich relativ straight. Und dann hat sie hier diesen gerafften Bund oben. Und vom Hosenbein, also unten, ist es dann auch nicht enger werdend oder so. Hier hatte ich aber so einen leichten Struggle. Und zwar habe ich mir diese Hose nämlich online erst in Größe 34 bestellt, weil ich dachte, ah, ich bin eigentlich immer, habe immer die kleinste Größe, gerade wegen der Länge und so weiter. Und die kam dann an und eigentlich hat sie gepasst, aber eigentlich auch nicht. Also die war dann, finde ich, am Po irgendwie ein bisschen zu eng und auch am Oberschenkel hat es so ein bisschen gespannt. Und da war ich irgendwie nicht sicher, so ist es jetzt cool so oder nicht. Aber dann bin ich halt in den Laden gegangen und habe da die Größe 36 anprobiert. Und da war dann das Problem, dass sie gerade so echt so an der Grenze ist von der Länge. Also bei Schuhen mit ein bisschen Absatz ist es perfekt, aber dann weiß ich nicht, ob ich flache Schuhe dazu anziehen kann. Also da muss ich überlegen, ob ich sie dann kürze. Und am Bund ist sie halt lockerer. Aber hier gibt es zumindest die Möglichkeit, dass man das so straff enger zieht. Und dann fällt sie aber vom Bein her, finde ich, viel besser. Aber ey, ich war in dieser Umkleide und habe bestimmt mindestens 20 Mal auf jeden Fall abwechselnd die 34 und dann die 36, dann wieder die 34 und wieder 36 anprobiert, weil ich mich nicht entscheiden konnte, welche Größe ist jetzt besser. Also eigentlich bin ich echt genau dazwischen. Aber im Endeffekt habe ich mich für die Größe 36 entschieden. Einen Teil habe ich mir für den Schluss aufgehoben von Arkit und zwar ist es diese Fischermütze oder Bucket Hat genannt. Ja, das ist ein Teil, da werden sich auf jeden Fall die Meinungen spalten von finde ich total absolut schrecklich und finde ich irgendwie süß und cool. Ich gehöre zu der Sparte, finde ich irgendwie süß und cool. Ja, eine Fischermütze. Und hier wurde ich wieder geinfluenzt von Desi, weil sie hat sich letztes Jahr in Korea eine schwarze Fischermütze gekauft, auch so in dem Stil, so relativ groß. Und da dachte ich noch so, I'm not sure. Aber je öfter ich sie an Desi gesehen habe, dachte ich so, oh mein Gott, ich will auch so eine. Und diese hier gab es eben bei Arket. Ich finde es cool, dass sie noch so ein Muster hat. Und aber trotzdem von den Farben her so, dass sie leicht zu kombinieren ist. Und also ich finde es super cool. Es ist auch so ein bisschen, ich nenne es mal meine Anti-Social-Mütze, weil wenn man die so trägt, dann kann man auch so ein bisschen durch die Gegend laufen und muss niemanden angucken. Cool, man könnte hier das oben auch so ein bisschen aufklappen, dann ist nicht ganz so versteckt. Ja. Also Fischermützen kriegen für mich den Nisi Approved Stempel. COS hat aktuell auch Fischermützen, die sind aber so ein bisschen anders geformt, also ein bisschen kürzer. Ich finde die momentan einfach ein bisschen einfacher so für den Einstieg. Also die anderen haben noch mehr so ein Eimer-Vibe irgendwie. Ja, wie dem auch sei. Das ist die Mütze von Arkit. So, und damit sind wir auch durch mit meinem Haul. Die Sonne hat sich auch schon längst verabschiedet. Ich hoffe, das Video ist irgendwie okay vom Licht. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann das nächste Mal. Tschüss!